Spezialauftrag für unsere drei Lieblingsköche Dirk Hoffmann, Christian Henze und Achim Müller. Worum geht's heute, Jungs? Schnitzel! Gourmet-Schnitzel. Schnitzel. Einfach nur Schnitzel. Drei Köche, drei Varianten. Von klassisch über schräg bis nobel. Unsere Köche stellen ihr Lieblingsschnitzelrezept vor. Jetzt geht's rund, denn jetzt machen wir das perfekte, schöne, knusperknackige Schnitzel. Hallo Hoffmann. Selbstverständlich. Freilebende Schweine, richtig gutes Schweinefleisch. Und das befreit der Hoffmann zuerst vom Fett. Circa einen halben Zentimeter dick geschnitten und ganz nebenbei, das hier ist Schweineoberschale. Man nimmt auch die Oberschale beim Kalbsfleisch für ein vernünftiges Schnitzel. Manche machen es aus dem Rücken und ich bin mal gespannt, was meine Kollegen da für ein Stück Fleisch nehmen. Ich nehme was ganz Besonderes für mein Schnitzel und zwar diesen Kasseler Lachs. Ich würde aber sehr gern so einen Christian-Henze-Gourmet-Schnitzel machen. Ja, ein bisschen mit Pfifferlingen, Käse, Kalbsfilet, schön in einer Kräuterpanade. Die frischen Pfifferlinge und eine Zwiebel schön klein hacken. Okay, Knoblauch kommt auch noch dazu. Und das Ganze wird etwas angebrutzelt. Und was für ein Fleisch kommt da gleich in die Pfanne? Und in der Zeit, wo die Pilze schön an Substanz gewinnen, kommen wir zum Hauptakteur. Ein Kalbsfilet. Und dieses Kalbsfilet muss erstmal so ein bisschen vorbereitet werden. Diese sogenannte Silberhaut, die man hier hat, die muss weggeschnitten werden. Als Silberhaut bezeichnet man die dünne Schicht Bindegewebe auf Muskelfleisch. Sie lässt sich nur schwer kauen und mindert den Genuss. Und jetzt schneide ich das Filet nicht in Medaillons, sondern, schaut mal her, ich schneide das so einen Zentimeter über dem Brett ein. Und roll das so ein bisschen auf und drück das so platt. Zum Klopfen benutzt Christian Henze eine Plattierfolie. Frischhaltefolie geht aber auch. Und das hat den riesen Vorteil mit der Folie, dass die Fleischfasern nicht kaputt gehen. Es ist wirklich ein super probates Mittel, auch bei normalen Schnitzel, in Folie klopfen. Ruckzuck ist das Schnitzel richtig hauchdünn geklopft. Was fehlt jetzt noch? Frisch gemahlenen Pfeffer aus der Mühle. Ein bisschen gutes Salz. Und obendrauf ein guter Bergkäse, ein Gruyère. Der Schweizer Käse schmeckt leicht fruchtig und hat eine salzige Grundnote. Die Pfifferlinge obendrauf und einfach das Schnitzel wieder zuklappen. Was passiert jetzt mit den ganzen Kräutern? Jetzt kleiner Indianertrick. So ein Küchentuch nehmen und die frisch gehackten Kräuter in die Mitte des Küchentuchs geben. Aha, und wozu soll das gut sein? Das hat den großen Vorteil, dass sich die frischen, leckeren, hocharomatischen Kräuter gut mit dem Paniermehl mischen, mit dem Panko-Mehl. Panko-Mehl ist ein asiatisches Paniermehl und macht unser Schnitzel noch mal ein bisschen knuspriger. Ab nach Berlin zu Achim Müller. Basis für seinen Schnitzel, Kasseler Lachs. Das Fleisch ist leicht geräuchert und gepökelt. Ich nehme hier ein bisschen Pergament und dann so. Pfeffer kann ruhig reichlich ein bisschen sein. Fehlen noch Salz und Senf. Also mein Tipp ist immer schön scharfen Senf, weil durch den Braten verliert er ja auch ein ganz bisschen an den Geschmack. Aber der scharfe hier, der hält, was er verspricht. Zur Krönung gibt's noch frische Zwiebelstücke on top. So, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, so ein Schnitzel habe ich überhaupt in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Tja, das ist von meiner Mutter. Da habe ich Appetit aller Wahrscheinlichkeit gehabt. Ich weiß es nicht mehr, auf Kassler und auf Schnitzel. Dann hat sie gesagt, machen wir two in one. Mutti hat's möglich gemacht. Na, ein Hoch auf Mutti. Noch in Mehl verpackt. Und jetzt, wenn alle gut geht, platsch. Grundlage für die Panade, altes Weißbrot, dazu Ei und Bier. So, und da wir ja ein Braumeister Schnitzel machen, war Braumeister sind die, die Bier produzieren, nehmen wir uns hier einen schönen Doppelbock. Da ist der meiste Geschmack und Bums drin. Klaro, einen guten Schuss Bier zum Ei und es kann losgehen. Und jetzt wird paniert. Mehl ist schon dran, also wandern die Schnitzel direkt in die Bier-Eimasse und in die Brösel. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie kreativ die anderen sind. In Düsseldorf kocht Dirk Hoffmann seinen Lieblingsschnitzel. Da kannst du mal so richtig deinen ganzen Frust abbauen.
Und wie wird die Panade ganz besonders knusprig? Jetzt kommt ein Tipp von mir. Ich nehme bei so einem Brötchen oder Semmel nur das Äußere für meine Semmelbrösel und für das perfekte Schnitzel. Das Weiße hier drin, das da, das nehmen wir nicht. Das Ganze packt Hoffmann in den Mixer. So werden die Brösel richtig fein. Top. Und jetzt die Preisfrage. Was ist die richtige Reihenfolge beim Panieren von Schnitzeln? Zuerst würzen und dann? Das Mehl als Kleber und natürlich zu Anfang. Bitte nicht anders machen. Dann durch das Ei ziehen und dann durch die wunderschönen riechenden Semmelbrösel ein wenig andrücken. Ich möchte Fleisch und nicht nur Semmelbrösel essen. Und jetzt, liebe Freunde, ganz, ganz wichtig, die Pfanne schon mal heiß werden lassen. Nach dem Panieren muss das bitte ganz flink in die Pfanne. Die Schnitzelerfinder nehmen sogar mehrere Pfannen zum Braten. In Österreich haben sie 3 Pfannen da stehen. Die sind alle auf 180 Grad. Da geht das ganz kurz da hinein. Wer soll das denn zu Hause machen können? Deshalb vom Hoffmann hier ganz einfacher Tipp. Reines Rapsöl in die Pfanne bis 170 Grad erhitzen. Schön langsam backen lassen. Noch ein Stück Butter dran und schön brutzeln lassen. Ab zu Christian Henze. Im Allgäu geht's für das Schnitzel à la Henze auch schon ans Panieren. Zuerst ganz klassisch mit Mehl und Ei. Dann kommt das Schnitzel in die Mischung aus Kräutern und asiatischem Panko-Mehl. Das Schnitzel immer wieder schön schütteln, dass diese schäumende Butter quasi so ein bisschen hochschwappt. Arrosieren nennt man das Ganze. Der Idealfall ist, dass wir das Schnitzel nur einmal wenden. Was gibt's dazu? Und die perfekte Beilage heißt gebackene Kartoffel aus dem Ofen. Ich habe hier Kartoffel gekocht, einfach ganz normale Kartoffel. Immer lecker. So weit, so einfach. Und dann? Und ich quetsche die jetzt so ein bisschen. Also nur so leicht quetschen. Und dazu kommt jetzt ein Stückchen Butter, bestes Meersalz und auch noch mal ein paar Tröpfchen Olivenöl. Und ab damit in den Ofen für knapp eine halbe Stunde. Jetzt ist wieder Achim in Berlin dran. Er ist einer von 3 Köchen, die uns ihr Lieblingsschnitzelrezept zeigen. Auf keinen Fall zu wenig Öl, weil so ein Schnitzel muss schwimmen. Ein ordentliches Stück Butter dazu und die Schnitzel können kommen. Das ist wie ein Stapellauf auf See. Zack. Sobald der Rand braun wird, wendet Achim sein Schnitzel. Und jetzt machen wir uns eine Zwiebelstippe. Was ist das Geheimnis der Zwiebelstippe? Dreimal könnt ihr raten. 1, 2, 3. Da ist es. Die Zwiebel. Zu jeder Menge Zwiebeln packt Achim noch gehackte Karotten und Sellerie. Tomatenmark kommt auch noch dran. Und jetzt kommt die Wurst. Warum kommt jetzt da noch Wurst drin? Wo wir doch schon Schnitzel haben. Ja, leckt das zu sehen. Klare Ansage. Das wird eine deftige Angelegenheit. Jede Menge Wurst, Salzgurken, Sellerie, rote Beete. Und als Krönung? Und final kommt jetzt natürlich noch Bier drin, ist klar. Nur zum Verständnis, das ist Achims Soße zum Schnitzel. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes, Kartoffel als Beilage. Und zwar machen wir daraus Kartoffelschnee, Kartoffelpüree für Faule. Und das geht so. Kartoffeln schälen, kochen, quetschen, fertig. Tada! Fluffig, locker, leicht. Und jetzt machen wir einfach ein bisschen Liebe auf. Und schon ist mein Kartoffelpüree für Faule fertig. Zurück nach Düsseldorf zu Hoffmanns Variante. Sein Lieblingsschnitzel bekommt eine Champignon-Rahmsoße. Und damit die perfekt gelingt, hat Dirk noch einen Tipp. Jetzt nehmen die Champignons hier schön den Saft von den Zwiebeln und das Öl auf. Bitte nicht salzen und pfeffern. Es tritt sofort das Wasser aus. Erst beim Köcheln gibt Dirk einen Schuss Weißwein, Pfeffer, Sahne und Petersilie dazu. Schnitzel mit Pommes, das kann ja jeder. Aber klassisch, so isst man es auch in Österreich, mit Bratkartoffeln. Hoffmann nimmt rohe Kartoffeln und lässt sogar die Schale dran. Ich werde immer wieder gefragt, wie kriegt man perfekte Bratkartoffeln hin. Nummer 1 ist, ihr müsst eine stärkehaltige, das heißt festkochende Kartoffel.
Dann eine große Pfanne mit viel Bratfläche und dann bitte braten lassen. Denn es sind Bratkartoffeln. Nicht ständig drehen, drehen, drehen. Alles klar, Chef. Noch Zwiebeln und Bacon dazu und braten lassen. Zurück nach Kempten zu Christian Henzel. Die gequetschten Ofenkartoffeln sind fertig. So schauen die Kartoffeln aus. Im Prinzip ist das relativ derb, ja, aber saumäßig geil. Jetzt anrichten. Zuerst die Kartoffeln und obendrauf das Gourmet-Schnitzel à la Henzel. Freunde, selbstgemachte, kaltgerührte Preiselbeeren. Also da kann man gut und gern Tiefkühlpreiselbeeren nehmen. Ein Teil tiefgekühlte Preiselbeeren, zwei Teile Zucker. Mit dem Kochlöffel so lange rühren, bis der Zucker gelöst ist. Dann sind sie kalt gerührt und schmecken sensationell, weil sie nicht erhitzt wurden. Ja? Also so schauen die aus. Okay, das passt ja alles wunderbar zusammen. Dann ein bisschen Schmand noch dazu. Abgerundet mit einem kräftigen Spritzer Zitrone. Fertig ist das Gourmet-Schnitzel à la Henzel. Es ist nicht nur Schnitzel, es ist sensationell geil. Nachkochen, genießen, Gläschen Weißwein dazu. Sieht mega lecker aus. Mal sehen, was die beiden anderen Köche auftischen. Ab nach Berlin. Hier kommt Achims Lieblingsschnitzel mit Beilage. So. Fertig ist es, mein Berliner Braumeisterschnitzel Müllerart vom Kassler. Denn meine schöne Zwiebelstippe und Kartoffelpüree für Faule. Auch diese Variante kann sich sehen lassen, aber schmeckt sie auch? Ja, das hört sich gut an. Das ist genau das. So. Eigentlich brauche ich ja kein Messer, ich nehme es trotzdem. Wunderbar, schöne Farbe. Jetzt nehmen wir uns von unserer schönen Soße. So, schön knusprig, die würzige Soße dazu und das einfache Püree durchgedrückt, ein bisschen Butter drauf, fertig ist die Kiste. Top, Mädels, könnt ihr alle nachmachen. Gerade frisch aus der Pfanne, Hoffmanns Schnitzel sind auch fertig. Dazu gibt es knusprige Bratkartoffeln und eine Champignonsoße. Und die Soße bitte unbedingt separat. Und liebe Freunde, das ist Hoffmanns perfekte Schnitzel mit Bratkartoffelsalätchen und einer Champignon-Rahmsoße. Schaut auch richtig gut aus. Na los, Dirk, hau rein. Wir wollen wissen, ob's schmeckt. Perfekt knusprige Schnitzel. Bratkartoffeln von rohen Kartoffeln. Ganz einfach. Das hier ist ein richtig tolles Schnitzelgericht. Wir sagen dreimal Volltreffer. Schnitzel geht immer. Also klare Ansage, dreimal nachkochen.